Herzlich willkommen beim Splash Mag. Heute zu Gast bei uns aus Köln, Fedel Castro. Nicht Fiedel, ne? Jo, Fedel Castro aka Costa Quanta aka Young Baby. Erstmal zum Einstieg eine Frage. Bütchen. Du hast eine Bütchen-EP, du hast zwei Bütchen-Tapes. Jetzt kommt auch noch die Bütchen-LP. Was steckt da genau dahinter und warum verwirrst du uns so sehr, indem du alle deine Releases Bütchen nennst? Also ich dachte eher, soll ich das halten? Nee, ich okay. Dass das gar nicht so verwirrend ist, sondern eher eintönig, wenn ich alles gleich nenne. Aber auf jeden Fall, Bütchen ist halt Kiosk auf Upgölsch. Und das ist halt so der Swagger in Köln, dass wir da, keine Ahnung, Bier kaufen, uns da vorstellen, das trinken, Leute treffen und uns unterhalten. Geh zur Schule, du Schimpanse, Fedel punktet selbst, wenn er die Schiedsrichter ächtigt, außer bei der Backspin, weil ich denen zu wenig wack bin. Eine Line, die ja voll hängen bleibt bei dir bei dem neuen Album, ist diese Metapher, wie Rap oder Hip-Hop dein stinkender Opa ist, auf den du keinen Bock hast. So, wie krass siehst du denn das, dass anscheinend Hip-Hopper so close-minded sind, von wegen jeder muss in seine Schublade passen, was ja was ist, wo du ganz klar eben raus willst. Siehst du da wirklich so ein großes Problem, vielleicht primär auch in Deutschland? Auf Deutschland bezogen wüsste ich jetzt nicht, weil ich den Vergleich, obwohl in Amerika ist es, glaube ich, auf jeden Fall ganz anders, weil da der Hip-Hop ja voll Mainstream ist, auf jeden Fall. Und alle mit allen kollaborieren, was manchmal auch echt beschissen ist, finde ich. Aber ich glaube, das ist in Deutschland vielleicht auch städtespezifisch unterschiedlich, so in Berlin wahrscheinlich ein bisschen lockerer als bei uns, könnte ich mir vorstellen, ich weiß aber auch nicht. Glaube aber, dass das eventuell in den letzten Jahren, so in den letzten zwei, drei Jahren auch nachgelassen hat, so. Gerade auch dadurch, dass Hip-Hop eher in die Mitte der Gesellschaft rückt durch Crow und Casper und so, zum Beispiel. Ja, die Leute halt ein bisschen lockerer werden, dass halt die Grenzen verschwimmen und nicht mehr alles so klar definiert ist, und das finde ich ganz gut. Auf jeden Fall, ich finde das wünschenswert, so, dass man halt nicht so festgefahren ist und engstirnig so, keine Ahnung, und klare Grenzen zieht, so, weil Grenzen fucken auf jeden Fall. Ja, gute Entwicklung, glaube ich, gerade. Aber also hast du da noch das Gefühl, ich meine, du bist auf Melting Pot gesigned, was schon primär für Boom Bap und klassischen Rap-Scheiß halt bekannt ist, und dann hast du da das Gefühl, dass vielleicht manchmal die Fanbase irritiert ist, wenn du dann auf einmal einen Track auf einem Trap-Beat machst, um straighten? Ja, schon, auf jeden Fall, das kann man ja auch irgendwie bei Kommentaren und so, kriegt man das mit. Ist mir aber relativ egal, weil es ist halt so, wie es ist, und weiß nicht, wenn den Leuten das nicht so zusagt, dann können die ja immer noch genug andere Sachen hören. Es gibt ja für jeden irgendwas im Moment, so, finde ich. Halt, die ganz straighten Leute werden auch bedient, finde ich. Ja, und dann können die halt einfach das Realste von allen hören, so. Leute sagen, ich soll auf Bewerbungsfotos posen, ja. Sie wollen, dass ich Anzug trag, oder Panzerfahr. Doch ich mach Musik, Hamdula. Es wurde viel über deine Sozialisation geredet, so ein bisschen Punk mit drin, Tonsteine, Scherben, Zitate im Pressetext. Du arbeitest mit der Antilopengang zusammen. Wir hatten jetzt gerade bei uns im Splash Mag eine Kolumne von Ralf Theil, der so ein bisschen über Zeckenrap redet, also die Bedeutung von linken Rap im Deutschrap, und dass es eigentlich eine ziemlich schwere Stellung hat. Und könntest du dich in so einem Bereich mitverorten? Würdest du dich als linken politischen Rapper einordnen oder zumindest jemand, der genau den Background hat? Also ich habe auf jeden Fall, so wie die meisten Leute, hoffentlich meine klare Vorstellung, so, also meine Wertevorstellung und so. Da können wir halt gerne persönlich drüber reden, aber ich finde, so in der Musik werde ich das schon gern ausdrücken, mache ich auch, glaube ich, aber halt immer das Wichtigste ist, dass es nicht so verbissen ist, weißt du, dass man auch vor allem nicht sich auf bestimmte Inhalte versteift und immer nur von denselben Sachen erzählt, weil es dann halt schnell langweilig wird. Und wie gesagt, halt nicht so verbissen, sondern mit dem richtigen Humor, weil das ist halt auch ein einfacherer Weg, ein besserer Weg, um die Leute zu erreichen. Weißt du, mit dem Augenzwinkern und so kannst du ja trotzdem Werte vermitteln, sag ich mal so. Ja, ich würde da jetzt auch sagen, gerade beim Track wie dem Jan Delay Cover, das du gemacht hast, das ist ja
auf jeden Fall ein krass politischer Song mit vielen Statements drin, aber du hast halt diesen Humor mit drin. Also finde ich persönlich einen Track, der das genauso umgesetzt hat, wie ein guter politischer, nicht verbissener Track sein soll. Also so, da bist du, glaube ich, schon weit genug. Ja, vielen Dank. Da sind halt Punchlines, so, weißt du? Aber Punchlines, die was aussagen, so, keine Ahnung. Aber Punchlines. Ich möchte nicht, dass ihr meine Lieder singt. Na, denn gegen und wegen euch tu ich die machen. Nur deshalb. Sie sind für die, die sich darin wiederfinden. Bei Moment of Truth, dem Turnier, wo du ja auch mitgemacht hast, erstmal, wie hat dir das Konzept gefallen? Du bist ja jetzt im Halbfinale ausgeschieden. Was würdest du verbessern? Also so, was konntest du damit anfangen mit dem ganzen Ding? Also ich fand es cool auf jeden Fall, fast durchgehend. Also ich fand die meisten anderen Leute da, fast alle auch ganz cool. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Also die 6 Songs und Videos finde ich super auf jeden Fall. Dann war es ganz gute Promo und vor allem gutes Training, so halt auf kurze Zeit so viel zu machen und halt jetzt direkt 6 Videos, und das nimmt dann halt auch die Scheu so ein bisschen vor der Kamera. Also beim ersten war es natürlich noch, dass man sehr viel aufgeregter war und so. Ja, und vor allem halt, dass es halt auch Themen hatte, das fand ich sehr gut, weil ich auch gerne Themensongs mache und das konnte ich da. Deswegen, ich fand es 1A. Danke dafür, Splash Mate. Oma, du hast jetzt gerade gemeint, dass du mit allen deinen 6 Runden zufrieden warst. Es war ja so, dass die Reaktionen auf die erste Runde relativ niederschmetternd für dich waren. Wie bist du eigentlich damit umgegangen und hast du irgendwelche Konsequenzen daraus gezogen dann? Ja, ich habe natürlich versucht, mein Game abzusteppen. Nein, habe ich nicht. Ich habe keinen Fick gegeben. Also keine Ahnung. Das erste war halt auch irgendwie so, dass ich das ein bisschen unterschätzt habe, glaube ich, so wie die anderen so sind. Vielleicht war das auch ein bisschen blauäugig. Ich bin Hip-Hop wie Digitalwagen, Unterscheidungskids, während du immer nur Ja sagend in Erscheinung trittst und bei den Kids beliebt bist, die genauso scheiße sind wie du und gut betucht, die Jugendliche buchen dich in Buxtehude. Wirklich traurig bin ich nicht darüber, weil ich finde es im Endeffekt trotzdem noch cool, weil das hat irgendwie seinen eigenen Style, so das Video und der Beat und meine Mimik passen zusammen und ich bin damit zufrieden auf jeden Fall, ist okay. Und welche Runde siehst du als deine stärkste im Turnier? Stärkste könnte ich gar nicht sagen, aber ich finde auf jeden Fall die dritte mit meinem Homie Tami, schöne Grüße, am coolsten, weil ich mag den Beat von Cardi Supir sehr gern, danke. Und ja, der geht halt ganz gut nach vorne, das feiere ich. Und auch den zweiten finde ich auch geil, weil da vor allem hat sehr viel Spaß gemacht, das zu drehen, wie ihr euch vorstellen könnt, wenn ihr es gesehen habt, Karneval halt. Was bei den beiden Runden ja aufgefallen ist, was wirklich, also was wir als Redaktion zum Beispiel auch nicht erwartet haben, was eben, was ich vorhin schon meinte, was wahrscheinlich das MPM-normale Umfeld auch erstmal nicht erwartet hat, du rappst halt auf richtig nach vorne gehenden, synthetischen Trap-Sachen. Ja, das Coole daran war auf jeden Fall halt an dem MOT, dass man diesen Beatpool immer gekriegt hat, halt einen Ordner, wo diverse Beats drin waren, wo man halt einen picken konnte, und wenn man schon die Auswahl hat, dann habe ich mir gedacht, nehme ich mal so einen. Ich plane halt irgendwie einen Release zu machen, so ein Album eines Tages, was mein Meisterwerk werden soll, so, und da würde ich halt gerne ganz viel verschiedene Sachen kombinieren, die ich halt selber feiere. Und wenn ich von Meisterwerk rede, dann kann ich halt nicht irgendwie 15 Tracks machen oder 12 oder so, wo halt die Beats alle zu ähnlich sind, weiß nicht, weil das meinem eigenen Geschmack halt nicht entsprechen würde, so. Ich bin der gottverdammte Pate des Turniers, impliziert, du bist kurz davor, deinen Namen zu verlieren. Meine Stadt ist schwarzer Block, harter Beat und am Wagner-Lied. Deine Stadt ist Stefan Raab, Alav und Rektal verliebt. Kenn in Wesseling, Höhenberg und Kalksraun, alle sagen, du wärst ihr persönlicher Albtraum. Thema Schote. Köln-Kalkverbot missachtet, am Ende gegen dich gewonnen. Schießt du nochmal zurück? Nein, alles gut. Aber ich glaube, der war gar nicht in Kalk, der war nur am Rhein und am Dom. Vielleicht ist er mal da vorbeigefahren, aber hat sich dann doch nicht ganz getraut. Ich weiß aber nicht genau. Dass er nach Köln gefahren ist, fand ich auf jeden Fall echt geil, gute Idee. Und ich gönne ihm das auf jeden Fall auch. Ich finde ihn super, den Typ. Und
Eventuell, na nicht eventuell, ich kann es vielleicht schon verraten, wir machen auch einen Track demnächst zusammen. Weil wir uns gegenseitig schätzen, das freut mich sehr, super Typ auf jeden Fall. Sehr cool. Und glaubst du, er macht? Oder Gold Roger? Finale läuft ja gerade noch. Ja, ich würde es auf jeden Fall beiden gönnen, aber eigentlich fände ich es cooler, wenn Schote gewinnt, weil er mich besiegt hat. So, dann kann ich zumindest sagen, ich habe gegen den Sieger verloren. So. Aber ich finde beide auf jeden Fall super und ich drücke beiden die Daumen. Ich habe auch Gold Roger mal kennengelernt vor kurzem bei den Traumatics. Schöne Grüße an die. Ist auch ein sehr netter Kerl auf jeden Fall. Schöne Grüße. Und vielleicht nochmal über das ganze Turnier gesehen, welche Runde, jetzt mal deine ausgenommen, waren deine Lieblingsrunde oder hast du irgendwie einen Favorite, den du richtig gut fandest? Ja, ich würde sagen, Schultes Intro fand ich extrem fett mit den runtergepitchten Stimmen, da stehe ich auf jeden Fall voll drauf. Und das war geil gemacht für ein Intro, weil man nicht wusste, was kommt. So, man hat erstens sein Gesicht nicht gesehen, zweitens die richtige Stimme. Und ich feiere das übel runtergepitchte Stimmen, so den ASAP-Shit. Das ist, glaube ich, mein Favorit, so insgesamt auf jeden Fall. Nach meinen eigenen natürlich. Cool, das war's eigentlich schon. Viel Erfolg mit deinem Album und dem Tape. Und ja, letzte Worte von dir. Danke an Splash Mac und an Berlin, es war sehr schön hier. Wir fahren heute wieder nach Hause. Mein Tape, Bütchen Tape 2 kommt Ende Mai und Anfang Juni, Bütchen, Vinyl, könnt ihr euch sehr gerne kaufen, würde mich freuen, ist ein gutes Ding, ich bin sehr zufrieden damit und ich hoffe, es gefällt euch. Peace. Bei mir läuft, kauf mir freie Dunst. Bei mir läuft, kaufe, was man kaufen muss. Ist das der Amerikaner in Babylon? Ja, können weder klatschen, noch tanzen, noch Double Time nicken. An Strand Mallorca mit Hans und Brigitte.